Mehr als 100 Unternehmen wollen ihn haben, den Preis für die beste Innovation in Berlin und Brandenburg. Jedes Jahr wird diese Auszeichnung verliehen. Heute wurden die 7 Favoriten ausgewählt. 3 kommen aus Berlin, 4 aus Brandenburg. Einen der Nominierten haben wir besucht, auf dem Campus der Fachhochschule Wildau. Seine Strategie lautet: kleiner, schneller, besser. Arbeit an der Vakuumkabine. Wenn Peter Siemroth sich die Ärmel hoch und seine Gummihandschuhe überzieht, beschäftigt er sich mit richtigen Kleinigkeiten. Mit der Apparatur in seinem Labor in Wildau beschichtet er Computerfestplatten mit einer Schutzschicht aus Kohlenstoff. Das Besondere, mit seinem Verfahren kann er die Schutzschicht noch dünner machen, als dies jemals möglich war, weltweit. Gerade mal 7 Atome dick, für das Auge unsichtbar, mit einem entscheidenden Vorteil. Der Ablesekopf kommt so näher an die Platte heran und kann dichtere Daten auslesen. Ich denke, dass mit dieser Technik und anderen bereits entwickelten Techniken zusammen die Speicherdichte mindestens nochmal um Faktor 2 bis 3 in den nächsten 2-3 Jahren gesteigert werden kann. Das heißt, da wo jetzt 500 GB Stand der Technik und preiswert zu kriegen sind, wird man dann 1,5 bis 2 Terabyte für normal und preiswert halten. Ein Durchbruch hieß es heute im Wirtschaftsministerium, wo sein Unternehmen nominiert wurde für den diesjährigen Innovationspreis Berlin-Brandenburg. Das Verfahren, was er entwickelt hat, um diesen speziellen Festplatten zu beschichten, sorgt dafür, dass Festplatten nicht nur billiger werden, aber auch viel kleiner, dadurch viel schneller, viel leistungsfähiger. Das scheint sich mittlerweile herumzusprechen. Den ersten Prototypen hat das Unternehmen Arc Precision bereits verkauft an einen Computerhersteller aus Silicon Valley, der nicht genannt werden will. Der erste Verkauf nach 30 Jahren Entwicklung. Das kann man schon sagen, dass das mein Lebenswerk ist. Ich beschäftige mich mit gepulsten Lichtbogenentladungen seit Beginn meiner Arbeitstätigkeit, mit der Beschichtung und der Nutzung solcher Entladungen vielleicht seit 15 Jahren. Seit 4 Jahren hat er sein eigenes Unternehmen am Campus der Technischen Fachhochschule Wildau. Wenn alles gut geht, verkauft er von hier aus bald seine Technologie in alle Welt. Eine der besten Innovationen in Berlin und Brandenburg.